Herzlich willkommen zurück zur British GT zusammen mit eurem BlackDLP und zwar hier bei Let's Play DTM Race Driver 3. Ja, wir begeben uns jetzt auf den Mandello E-Circuit. Ja, ach nein. Mandello Park ist Irlands einzige permanente Rennstrecke für internationale Motorsportveranstaltungen. Hier fanden bereits viele Events statt, inklusive der britischen Superbike-Meisterschaft. Ja, die Strecke ist sehr anspruchsvoll und die Haarnadel vor der Zielgeraden bestraft jeden Fahrfehler. Das ist genau die Strecke. Oh, Mühe. Entschuldigung. Oh, geht schon los. Das ist genau die Strecke, wo wir mit Bacon abgekackt sind. So, aber das ist ein bisschen laut. Es ist ein bisschen laut auf den Ohren. Egal. Muss ich gleich machen. Geh weg. Geh weg, scheiß Auto. Okay, jetzt haben wir Mason vor uns. Ja. Das da ist Mason. Aber mit denen geht das irgendwie einfacher. Ich muss einmal kurz unterbrechen, Freunde. So, Freunde, wieder zurück. Hatte gerade einen Anruf bekommen. Musste ich kurz, ja, Pause machen. Also, weiter geht's. So, Mason haben wir jetzt. Nein! Das in dir hilft dir nicht. Fahr runter! Boah. Boah, jetzt bin ich Aggro-Fahrer. Gut rumgekommen. Also boah, da muss ich mal wirklich sagen, da bin ich gut rumgekommen. Hier wieder nicht. Hier bremst. Haha. Du bremst total ab. Jetzt kommt das Wetter auch da, wo ich fahren will. Perfekt im Windschatten gefahren. Durch Ausnutzen des Windschattens bist du schneller geworden. Ey. Zweite Runde geht ja jetzt mal gar nicht, ey. Seitdem ich telefoniert habe, geht alles schief, ey. Oh. So, ran da jetzt hier. Scheiß Wort. Weiter so und du kommst aufs Treppchen. Ich bin auf dem Treppchen, du Idiot. Wie hast du immer gesagt, Treppchen. Treppchen. Schon wieder beinahe so weit raus, ey. Aber egal, wir haben Bacon jetzt gleich, aber ich glaube den ersten können wir... Platz Nummer 1 können wir uns, glaube ich, knicken. Bacon ist besser rumgekommen. Vorsicht, mit Unfällen wie diesen kommst du nicht weit. Kommst du nicht so viel ab. Da vorne ist Mason. Bacon und Ward sind hinter uns. Du bist in der letzten Runde. Das ist deine letzte Chance zu überholen. Und wieder so weit raus. In der ersten Runde habe ich die Kurve richtig geil genommen. Okay, der hat mir auch Ward ein bisschen geholfen. Tja. Beide mal abgebremst. Tja, jetzt heißt es lediglich nur noch bei denen verteidigen. Jetzt müssen wir Platz Nummer 2 verteidigen, weil Platz Nummer 1 kriegen wir nicht mehr. Dafür ist Mason zu weit weg. Und Bacon hat uns jetzt schon überholt. Wir will sie irgendwie wegrammen, aber... Deine Reifen nutzen sich ab, sollten aber für den Moment halten. Das kann er vergessen. Ja, war klar.
reinkürzen, weil ich gedriftet bin. Also wenn ihr wirklich bei diesem Spiel kürzen wollt, mal irgendwann, ne? Weil... Och, ey, nein. Also wenn ihr kürzt und ihr fragt euch jetzt, warum ich... Fangen wir so. Ihr fragt euch jetzt, warum ich keine Strafe bekommen habe durch Kürzen. Ich bin gedriftet. Ich bin über den Rasen weggedriftet. Das heißt, ich rutsche. Und das sehen dann die Marshals nicht so an. Fahr weiter so und schnapp dir den Sieg. Geht doch nicht, ist doch schon vorbei. So. Mason wurde Erster mit 6,5 Sekunden Vorsprung. Tja, aber wir sind immer noch Erster in der... momentan in der Meisterschaftsrangliste. Ja. Bei euch ist ja heute Montag. Wenn ihr dieses Video sehen könnt, zum ersten Mal, seitdem es draußen ist, also Montag. Ja, gestern war Formel 1 dann, ne? Also bei mir ist es heute Formel 1. Ja, aber Snetterton wurde 1951 von Aston Martin Owner Club erbaut. Ursprünglich bestand die Strecke aus der Landebahn eines US-Luftwaffenstützpunktes. Obwohl sie seitdem und umfangreich umgebaut wurde, besitzt die Strecke noch immer zwei der längsten und schnellsten Geraden Großbritanniens. Ja, also bei mir ist heute Formel 1. Gleich gucken. Einer Stunde geht's los. Dann zeigt Vettel wieder, wie er fahren kann. Vettel, Vettel, Vettel. Oh ja, lol. Dankeschön für den letzten Platz, ihr Schweine. Das ist die Strecke. Yo, dräng mich weg. Alter! Alter! Das Hinfield hilft dir nicht, fahr runter! Alter! Wagenakrobatik hier! Krass! Bleib auf dem Asphalt, mit diesen Kurven schneiden kommst du niemals durch! Ich habe keine Kurve geschnitten, ich bin zu weit rausgeflogen, ihr Schweine. Ich krieg die noch. Ich krieg die noch. Jetzt krieg ich sie auf jeden Fall. Omnico. Deine Reifen haben jetzt die optimale Temperatur. So, da vorne sind sie. Bleib auf dem Asphalt. Darf die Kurve ich darf doch nicht zu weit rüber. Scheiße. Egal, jetzt müssen wir aufpassen, das ist die nächste Flagge, eine schwarze Flagge und dann kriegen wir eine Strafe. Boah, saugen wir uns an. Ey! Er hat uns berührt. Hat uns berührt. Gut, keine Strafe, weil er uns berührt hat. Aber wir dürfen jetzt nicht Dritter werden. Wir müssen eigentlich Erster werden. Wegen Mason. Zweiter reicht uns auch nicht. Du bist in den Punkten. Versuch, unter die ersten zwei zu kommen. Ah ne, ich glaube, wenn wir Dritter werden, wird's eng. Ich glaube, im Zweiten weiß ich nicht, wegen Punkten. Jetzt gib doch mal alles, um deine Position zu verbessern. Tu ich doch. Windschatten, toll genutzt! Alter! Ach, kann ich vergessen. So ein Dreck! So, Cut Game macht eben kurz. Och Mason! Warum bremst du denn? Geh weg, Bane. Die Reifentemperatur ist perfekt. So soll es bleiben. Wenn du dein Tempo halten willst, darfst du nicht über das Hinfield fahren. Es bremst. Mann! Bleib auf dem Asphalt, wenn du keine Strafe erhalten willst.
Ja, ich konnte nichts dafür, ich war zu schnell. Ich konnte nicht mehr richtig abbremsen. Ach, wieder. Cut dich wieder, ich Idiot. Bitte keine Strafe. Gut. So, ich hoffe, wir fahren jetzt mal eine Rundenzeit hier. Das Auto vor dir ist in einer anderen Klasse und zählt nicht zu seiner Konkurrenz. Ich glaube, mit diesem Wagen sind wir eindeutig schneller wie alle anderen Wagen. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Rennen in der Tasche. Jetzt kann uns keiner mehr stören. Behalte das Tempo bei und lass die anderen nicht aufholen. Die Kurve hasse ich richtig. Da komme ich nie richtig rum. So, jetzt muss ich aufpassen. Es sind alle drei nah dran. Du bist so gut wie zu Hause, aber konzentrier dich. Ich glaube mal, dass wir so wie in der letzten, im letzten Versuch so eine richtige Akrobatik da machen, ey. Das sah schon irgendwie geil aus. Also muss man sagen. Aber da hinten sind sie. Keine Chance mehr, an mich ranzukommen. Alter! Das ist nur Ward. Ward ist okay. Da ist Mace. Das Bild kennen wir doch irgendwie schon. Das hatten wir schon mal, aber nicht mit Alas, sondern mit jemand anders. Ich glaube, das war mit Bait. In Ordnung! Du bist in der nächsten Meisterschaft. Schauen wir mal, was danach ansteht. Tja, geschafft. Kling. So. Oh, jetzt haben wir schon 13 Minuten rum. Oh, ich wollte keine Wiederholung. So. Ward kriegt 10 Punkte, wir nur 8 und wir sind erst. Ja. Ja, wer hätte es gedacht? Excellent, Sie haben den British GT GT Cup beendet. Super Leistung. Juhu! Juli, Juli, Juhu! So, jetzt geht's in die International Rallycross. Ich fahr mit dem Renault Clio. Oh, schon wieder ein Clio. Grand Hatch. Alter, diese fahren immer nur... Ach, egal. Wir fahren mit dem Renault Clio VX Rally... V6 Rally X. Der wiegt 1405 Kilogramm, hat 230 PS und erreicht die 100 Stundenkilometer in 6,3 Sekunden. Ja. Willkommen zur International Rallycross mit dem Renault Clio Sport V6, einem extrem schnellen Kompaktwagen, dessen Handling von den Erfahrungen aus der Formel 1 profitiert. Brands Hatch wurde seit den 30er Jahren für den Motorsport genutzt. Die ehemalige Motorradpiste bekam 1949 einen Asphaltbelag und wurde für Autorennen ausgebaut. Während der 60er Jahre fand hier oft der große Preis von Großbritannien statt. Schwierigste Kurve ist immer noch die Drill-Zahnnadel. Ja. Das kennen wir schon so oft, weil diese Strecke wir zum ersten Mal gefahren sind. Ja. Aber jetzt waren wir ja die Rallye-Strecke. Da waren wir ja letztens mit dem anderen Renault. Mit diesem alten Ding da, mit dem Oldie. Und wir starten als letzter, das war klar. Eine Mischung aus Erde und Asphalt. Der Schlüssel zum Sieg beim Rallycross liegt darin, im Erdbereich so viel Reibung wie möglich zu erzeugen, um sowohl die Rennlinie als auch die Geschwindigkeit halten zu können. Rutschen mag ja schick aussehen, doch es bremst dich auch aus. Merke dir das lieber. Ja, haben wir gerade gesehen und auch schon mein Seitenspiegel ist weg. Mein Seitenspiegel ist weg. Heute muss ich in die Box kommen, ich habe keinen Seitenspiegel mehr. Boah, ey, ne.
Die sind ja noch beschissener als die anderen Wagen. Nur du kannst in dieser Meisterschaft etwas erreichen. Gib alles. Ja, komm, wir versuchen was nochmal. Besser rumgekommen diesmal. Nur meine Rücklichter sind hinten schon im Arsch. Ich habe Angst, dass der mich da hinter mir dreht. Und was habe ich gesagt? Der dreht mich auch. Oh, das war eng. Kante gefahren hier. Großartiges Überholmanöver. Einfach und effektiv. Toll gefahren. Verdammt, noch ein paar davon und das Rennen ist für dich gelaufen. Ja, also mein Wagen sieht auch schon sehr schön aus. Ähnelt schon keinem Clio mehr. Wenn ihr mal vergleicht, ihn da und meinen. So. Weiter so, noch zwei Runden. Jetzt habe ich auch schon keine Heckscheibe mehr. Ach, ist das geil. Irgendwie kommt mir so vor, ich bin dann immer zu langsam für diese Kurve und dann sage ich, ja, komm, da kannst du auch noch weiter Gas geben, aber irgendwie bist du doch so schnell. So, ergattere dir einen Podestplatz. Meine Fresse, jetzt lass mich dran vorbei. Mach weiter Druck, das ist die letzte Runde und deine letzte Chance zu überholen. Komm schon. Meine Fresse! So, letzter Versuch, dann ist auch schon Schluss für diese Folge. Okay, konzentrier dich. Wenn du hier eine Chance auf den Sieg haben willst, musst du dein Bestes geben. Das ist Rallye, hier ist erlaubt. Boah, das war schon wieder so eng, ey. Komm, durch die Mitte. Lass die Konkurrenz links liegen. Tolles Überholmanöver. Jawohl. Was heißt denn da vorne? Guck! Ich will den Namen lesen. Ich will den Namen lesen. Heißt der wirklich Guck? Ach. Och Freunde, ich will diese Strecke schaffen, bevor ich den Party beende. Ich will noch ein glückliches Ereignis haben. Ganz einfach. Wir wollen einen Platz auf dem Treppchen. Ich will auch einen Platz auf dem Treppchen. Aber hier steht schon wieder Bild... Ey! An den Wagen steht auch schon wieder Bildstein dran. Und mein Name. Nee, ist nicht dein Ernst, oder? Geh weg! Hier ist schon keine Frontscheibe mehr, also lasst mich in Ruhe. Noch zwei Runden, komm schon! Konnte man noch nicht die Sicht ändern? Ah, mit C, genau. So, jetzt aus dem Cockpit raus. Am Arsch.
nah an der Spitze, weiter so. Nee, Freunde, komm. Wir versuchen es in der nächsten Folge noch einmal. Also, danach, lieben Freunde. Black Dial P ist over and out. Und bis dann wieder hier. Ach, egal. Wir sehen uns nächste Folge wieder hier. Ciao, Freunde.